Hallo ihr Dimpels-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute 1.9 PvP, also Survival Games als erstes, denke ich. Ich habe noch nie 1.9 PvP gespielt, weil... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass es auch überhaupt nicht kann. Also 1.8 konnte ich ja, aber 1.9 kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Wir sehen uns dann in der Runde wieder. Tschüss. So, da bin ich in der Runde. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ich werde jetzt am Ende vom Video dann sagen, wie meine Eindrücke zu 1.9 sind, weil sehr, sehr viele, würde ich sagen, hassen das neue PvP-System und andere finden es richtig cool. Ja, ich werde am Ende vom Video sagen, wie ich es denn finde, weil ich spiele es gerne erst und dann sage ich's, weil ohne es zu spielen kann ich doch nicht sagen, ob ich es gut finde oder nicht gut finde. Das ist jetzt so mein Eindruck, das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oh nein. Hier ist viel zu schnell PvP an. Naja. Okay, doch. Jetzt geht's mit den Sachen. Was? 7 Attack Damage. Die Holzaxt macht einfach so viel Attack Damage, wie ein Dia-Schwert in der 1.8 gemacht hatte. Okay, es ist Cooldown drauf, aber trotzdem. Man kann ja dann Leute einfach two-hitten. Kann es sein? Kann es sein, dass es extrem viel ist? LOL. Okay, so Kämpfe werden, denke ich, nicht länger dauern oder so. Ich denke, da kommt man noch easy mit Waffen auf 11, 12 Attack Damage. Ihr seht schon, ich habe keine Ahnung davon. Das macht jetzt zum Beispiel nur 6 Attack Damage. Aber kann man viel, viel schneller schlagen. Mit was kann ich da besser umgehen, ist die Frage. Ich nehme einfach mal ein Eisenschwert, Ich glaube, dass ich die Holzaxt zumindest mal so drin habe, dass ich sie auch benutzen kann. Ich hasse es. Das ist noch ein kleines bisschen blöd auf dem Server, dass es hier noch Teams gibt. Finde ich ein bisschen schade. Also, dass man da kein Solo machen kann. Weil in der 1.9 kann ich jetzt nicht gegen ein Team spielen. Denkt das. Versteht ihr, dass ich das nicht kann? Ja. Bin ich zu scheiße. Oh nein, bitte verfolgen die mich jetzt nicht die ganze Zeit. Tun sie einfach. Nur der eine Lappen verfolgt mich. Der hat mich gar nicht geschlagen. Der konnte das wohl auch nicht. Nee, aber... ja, das war jetzt, würde ich sagen, ein richtig chaotischer Kampf. Ich würde sagen, wir konnten es beide nicht. Nee, okay, das Internet ist richtig, richtig schlecht. Also, das Internet ist nicht richtig, richtig schlecht, aber die Verbindung hier zum Net-Server. Aua. Schießt mich halt einfach mal ab, ey. Alter, richtiger. Okay, man kann doch viel, viel öfter schlagen, als ich so dachte. Kann echt viel öfter schlagen, als ich so gedacht hätte. So ein Bogen. Und noch das hier. Ich würde sagen, mehr den Rest werfen wir mal alles weg. Essen haben wir genug, okay, ja, kann alles weg. Es gibt ja echt sehr, sehr viele Items auf dem Server. Oh fuck, man. Ich hab noch nicht so Lust gegen euch, gell?
Ah ja, stimmt, das sieht man dann noch außen. Es ist vor allem Speed 2. Ja. Okay. Man verliert relativ schnell Hunger. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, gell? Ich weiß es gar nicht. Also dafür, dass es jetzt das erste Mal 1.9 PvP ist, läuft es doch tatsächlich relativ gut. Schieß sie mal ab. Ja. Das Internet, das läuft halt jetzt nicht so gut, gell? Aber dem läuft es wohl nicht so gut. Was macht er denn? Da sind aber drei Spieler. Ich will da hin, ich will da hin, ich will zu euch, ich will zu euch. Ich komme da nicht rechtzeitig. Ich kann nur noch abstauben. Ja, das tut mir dann halt leid. Oh, da hat aber schon jemand anderes abgestorben. Wie viel Loot hier einfach ist. Ich bin so dumm. Es geht ja gar nicht mehr. Ich würde einfach mal sagen, Fail. Ich muss es mal. So, den schieße ich erstmal hier weg. Was? LOL. Alter, da habe ich den einfach getötet. Okay, die Angel ist ja voll sinnlos. Habe ich zum Beispiel auch schon wieder vergessen, dass sie gar nichts bringt. Okay, der hat extrem oft zugeschlagen. Das hat mich so hart irritiert. Ja, man hat aber gesehen, lief. Okay, toll. Man hat aber auch gesehen, ich zum Beispiel war da, ich habe das extrem nicht geschafft, immer so richtig einzuschlagen. Ich kann mir eigentlich anfangs zur Hilfe, ich würde euch empfehlen, falls ihr das auch nicht schafft, zur Hilfe so, immer sowas zu sagen. Oder für Jonas würde ich empfehlen, dass er dann Ultra-Talent sagt. Nein, was? Falls es Jonas nicht dann weiß, aber was gemeint ist. Jonas singt sehr, sehr gerne Ultra-Talent. Das würde ich sagen, so sein Lieblingswort. Also das würde ich euch empfehlen, wenn er da zum Beispiel sowas wie 1, 2, 3. So, irgendwas. Alter, ich glaube schon wieder richtig scheiße, aber das ist ja auch so ein Video, wo ich euch vielleicht Tipps gebe. Und wo jemand euch Tipps gibt, der selbst keine Ahnung hat. Genauso ein Video ist es. Genau. Nee, aber ich meine, ich bin selbst nicht gut, aber ich glaube, dass ich das im Kampf jetzt manchmal so machen kann, bis ich diesen richtigen Zeitrhythmus raus habe. Es ist natürlich auch nur in dem Fall mit 1,6 Attack Damage. 0,8 haben Äxte, soweit ich weiß. Soweit ich glaube. Ich finde das Essen, das ist richtig schnell. Also man verliert viel zu schnell Essen und man regeneriert zu langsam. Ich glaube, das müsste an der 1.9 liegen, jetzt nicht am Server. Ich bekomme halt mehr Schaden, als ich regeneriere. Alter. Ich suche Leute, also so ist nicht, gell? Ich schaue wirklich, ob ich Leute finde. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben extrem viele Pfeile, aber beim Bogen, was so, ist ja nichts Neues. Der eine hat, würde ich sagen, keine OP-Sachen. Okay, habe ich. Nein! Ach.
bin so richtig, richtig dumm einfach. Ja, der hat die 1.9 wohl verstanden. Ich kann ja den Bogen einfach in die rechte Dings machen. Oh, bin ich dumm. Okay, wir sehen uns gleich nochmal in der neuen Runde. So, da bin ich zurück. Und zwar genau, ich meine dieses hier. Da kann ich ja einfach meinen Bogen reinmachen, dass ich mir rechts, links machen kann. Alter. Richtig, richtig dumm. Okay, ich hätte natürlich trotzdem irgendwie nicht gewonnen. Aber generell dieser... Dieses Tun, dass ich das tue. Genau so ist es. Ich werfe aber einen Apfel dahin. So, kein Bock. Ich will hier Erster sein. Ah, da ist doch schon was. Ja, ich weiß, das Enderpearl war jetzt gerade echt sinnlos. Aber schau, es hat sich doch gelohnt. Weil ich einfach wusste, dass es hier zwei Enderperlen drauf gibt. Wusste ich. Ja, wusste ich. Das Donnern fuckt schon echt ab. Ich muss es leiser machen. Ich darf es echt nicht vergessen, die Ingame-Sounds leiser zu machen. Oh, jetzt haben wir aber so gute Dia-Sachen. Ich weiß nicht, kann man hier Full Dia kriegen? Ich glaube. Lol. Ja, schon echt schnieke Sachen. Da unten ist einer. Ich glaube, der hat auch richtig Lust darauf, zu sterben. Wenn nicht, helfen die zwei Enderperlen. Das ist ganz schlimm. Was macht denn der? Wo läuft der hin, Alter? Eigentlich sucht er nur einen Weg nach oben, glaube ich. Alter, ich glaube, das sieht so richtig noobig aus. Sieht, glaube ich, so richtig schlecht und noobig aus, wie ich spiele. Es gibt ja viel zu viele Experience Bottles. Obwohl, eigentlich könnte ich dann ja auch mal Sachen verzaubern, so. Wenn es es schon gibt, gell, Finn? Du kleiner Lappen. Ja, könnte ich jetzt eigentlich echt machen. Ich habe sehr, sehr gute Sachen. Also was heißt sehr, sehr gute Sachen? Ich würde schon sagen, dass ich gute Sachen... Alter, 5 Enderperlen, da kann ich mir sowas von gönnen. Ja, Hauptsache... extra Leben sind weg. Ja, ist ja dumm. Egal. Ach so. So ist das. Ich brauche erstmal einen Verzauberungstisch. Ja gut, wo ist der Verzauberungstisch? Ein cooler Totenkopf. Ist er vielleicht dann doch wieder auf dem Boot? Oder auf irgend so einem Boot? Soll ich mich hintippen? Ja. Ich gönne mir so richtig... Ah ja, stimmt, das ist ja auch so eine Ablehnzeit. Alles hat einfach eine Ablehnzeit bekommen. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen, Stefan? Hatten Sie einen schönen Tag? ja, der wundert sich jetzt wahrscheinlich so, warum haut er ab? Weiß er, dass der übelst scheiße ist oder was macht er? Nee, ich weiß, dass ich fast keine Leben habe. Okay. Warum hat er vor allem nur 2 Pfeile jetzt geschossen? Und dann aufgehört, ist der irgendwie... Hatte er nur 2 Pfeile, oder? Was ist los mit ihm? Nee, er hat mehr Pfeile. Fuck. Das war, glaube ich, der andere. Ja, aber so klar, dass es der andere ist, Alter. So, da bin ich zurück. Oh, da kommen alle Leute. Das jetzt... würde ich sagen, die letzte Runde einfach. Weil es geht tatsächlich schon relativ lange. Der Kampf dauert ja auch lange. Nein, Spaß. Dann kommt jetzt hier in der Runde auch das Feed, auch, was ich davon halte. Und so. Und ich muss erstmal dazu sagen, ich habe nicht skillig gespielt. Ich habe
teilweise echt hart verkackt. Was halt auch heißt, dass man die 1.9 mit viel Skill spielen kann. Was heißt, dass es auf keinen Fall jetzt damit skilllos ist oder so, sondern... Alter, ich fühl mich jetzt richtig cool. Sondern, dass es wirklich nicht einfach ist, da gut zu sein. Dass man da... was mache ich insofern, ne? Ist ja doch cooler, als ich gedacht hatte. Auch wenn ich das gerade übelst verkacke. Mit dem Essen und Bogen noch da drin haben. Das ist natürlich Fail. So. Ich habe schlechte Rüstung. Auf jeden Fall finde ich, man kann da wirklich viel Skill reinbringen. Und ein Kampf ist nicht nur nebeneinander stehen und so und abwechselnd schlagen, sondern ausweichen, um den Gegner rumlaufen, dass der andere nicht trifft und so. Weil wenn der eine einen Schlag nicht trifft, dann kann man auch mit schlechteren Sachen wirklich easy gewinnen. Das ist mir aufgefallen. Jonas mag die 1.9 ja nicht, obwohl er es noch nie gespielt hat. Ich werde ihm mal sagen, dass er es einfach mal machen soll. Ich will da immer dann auf den 2 gehen, so. Das muss ich gar nicht machen. Also ich werde ihm auf jeden Fall mal sagen, dass er es machen soll. Da werden wir vielleicht nochmal zusammen ein Video machen, wo wir 1.9 PvP spielen. Also ich hätte wirklich gedacht, dass es uninteressanter ist und weniger. Lol. Okay. Danke. Alter, was war das? Ich würde sagen, läuft bei mir. Bogen ist leicht OP jetzt in der 1.9. Nicht was, aber ich glaube, dass ich schon wirklich gerne mit dem Bogen schießen werde jetzt auch in der 1.9. Der macht das zum Beispiel Premium. Alter Mann, nicht. Tschüss. Ja gut, da hatte ich einfach mal keine Chance. Also, da ich gerade eben richtig nur Scheiße gelabert habe, sage ich es jetzt einfach nochmal. Und zwar, ich finde, das ist eigentlich schon cool mit dem neuen PvP. Auch wenn es wahrscheinlich viele nicht mögen. Ich muss sagen, ich finde es doch jetzt besser, als ich gedacht habe. Deswegen ist auch gut, dass ich erst jetzt sage, wie ich es finde und nicht schon davor. So, wir lassen den mal kämpfen und schauen den zu. Also, finde ich echt cool. Es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt auch mehr 1.9 PvP spielen. Und Skill ist auf jeden Fall da wie der letzte, der Mr. Minecraft. Der hat das ja auch gemacht. Der ist immer so wie rumgelaufen. Und ich hatte... Ja, der hat auch gewonnen. Minecraft, tut mir leid. Der ist wie rumgelaufen. Also... Und dadurch hatte ich den fast nie getroffen. Und das ist zum Beispiel sowas, was dann Skill ist. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel aufbringen und damit dann auch sehr skilllastig spielen. Ups, da war ein kurzer Lag. Ich glaube, das kann echt sehr interessant werden. Und ich kann es euch auch nur empfehlen, es mal auszuprobieren, auch wenn ihr eigentlich voll gegen die 1.9 seid. Spielt es einfach mal und überlegt es euch dann nochmal, ob ihr es nicht vielleicht trotzdem mal... Es war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Falls ihr auch mal 1.9 PvP spielen wollt, dann geht auf den play.cubecraft.net Server. Auf dem habe ich hier gerade gespielt. Genau, da unten steht es auch nochmal. Oder unten auf Tab. Da könnt ihr es auch mal ausprobieren und schreibt mal eure Meinung zu 1.9 PvP unten in die Kommentare. Aber spielt es am besten auch davor erstmal, weil wirklich sonst denkt man was Falsches davon. Habe ich zum Beispiel auch gedacht. Ich fand die 1.9 eigentlich auch immer nicht so schnieke.
Ich muss sagen, eigentlich ist sie doch gar nicht so schlimm. Ja, ich wollte eigentlich noch andere Sachen spielen. Falls ihr wollt, kann ich das mal in einem anderen Video machen, beziehungsweise dann spielen wir mal PvP gegeneinander oder so irgendwas. In der 1.9 ist vielleicht interessanter als immer nur 1.8. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ich würde sagen, es war's mit dem Video. Tschüss.